Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Factorio. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, dem mündigen Zuschauer, dass noch eine Ressource fehlt und das ist Kupfer. Und das Kupfer werde ich auch demnächst jetzt gleich abbauen. Ich fülle erst gerade hier nochmal meine Mining Drills auf und hole mir die ganze Kohle ab, die sie inzwischen produziert haben. So, jetzt laufen die erstmal für eine Weile weiter. Machen erstmal die Kisten voll. Gucke mal, wie viele Furnaces ich noch bauen kann. Ja, und Mining Drills überhaupt keine. Was fehlt mir denn? Sieht man hier unten in Rot hinterlegt, mir fehlen Steine, um weiterzubauen. Heißt, ich hole mir erstmal meinen Stack Steine hier ab. Dann kann ich eine Furnace, ich baue mal zwei Mining Drills und zwei Furnaces. Ich brauche am Anfang sehr, sehr viel Eisen und etwas weniger Kupfer. Das heißt, ich werde erstmal nur, also eine weitere hier an das Eisen dran bauen. Dann habe ich schon mal zweimal Eisen und Moment, hier 25. So mache ich das Ding mal voll. Dann hole ich mir für das Kupfer nochmal neue Kohle ab. Zweimal Eisen und einmal Kupfer. Und Kupfer brauche ich am Anfang erstmal noch gar nicht und dann sehr wenig. Das heißt, aber ich kann das erstmal ein bisschen auf Vorrat produzieren. So, mehr Kohle. Und hier das Kupferfeld ist wirklich also extrem hier im Wald irgendwie drin. Ah, doch, da sehe ich's. Da sehe ich's. So, baue ich direkt mal zwei Bäume ab hier. So, dann sollte das jetzt gleich auch hier reinpassen. So, Bäume sind weg. Das heißt also, ich kann hier mein Mining Drill und meine Furnace bauen. So, tue ich mal jeweils 20 Kohle rein. Das reicht eigentlich für oder im Moment 10 da rein und 30 da rein. Das reicht für den Anfang erstmal locker. Und auch das Rohkupfer brauche ich erstmal überhaupt nicht. Das heißt also, das kann ich alles direkt verschmelzen zu Kupferplatten. Ist also kein Problem. So, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Oh, Moment, ich brauche hier mehr Kohle in meinem Stein-Mining-Drill. Hole ich mir doch nochmal ein bisschen Kohle hier ab. So, wie geht's jetzt überhaupt weiter? Momentan laufe ich hier noch ewig lange durch die Gegend. Das heißt also, das ist ein Punkt, den man verbessern könnte. Automatische Auslieferung von Kohle an meine verschiedenen Fabriken hier. Das werde ich aber erstmal noch nicht machen. Womit ich mich jetzt erstmal beschäftigen werde, ist, im Moment so viel soll da dann doch nicht rein. Womit ich mich jetzt erstmal beschäftigen werde, ist, ihr seht hier, meine Menüs sind relativ leer insgesamt. Hier ist noch nicht so schrecklich viel drin. Und da kann man aber dafür sorgen, dass da wesentlich mehr drin ist, und zwar durch Forschung. Für Forschung brauche ich hier dieses Labor. Und dieses Labor, dafür brauche ich auch gleich ein bisschen Kupfer, um das zu bauen. Aber das Labor braucht vor allen Dingen auch Strom. Das heißt, das nächste, was ich angehen werde, ist erstmal Strom zu produzieren. Für Strom brauche ich am Anfang Boiler und die Steam Engine, die Dampfmaschine. Und dafür brauche ich um einiges mehr an Eisen. Das heißt, ich mache hier erstmal meine Furnaces leer. Und dann hole ich mir auch gleich noch das nötige Kupfer, um gleich das Labor hoffentlich bauen zu können. Muss ich gerade mal gucken. Ja, ein Labor kann ich bauen, alles klar. Dann ist alles super. So, und für Strom brauche ich Dampf und für Dampf brauche ich logischerweise Wasser. Das Ganze funktioniert erstmal sehr einfach. Ich baue mir einfach mal eine Pumpe. Hier eine Offshore-Pump, die brauche ich, um Wasser hier aus den Seen rauszuziehen. Dann brauche ich einen Boiler und eine Dampfmaschine. Und noch einen Strommast. Und das reicht erstmal sogar schon für den Anfang. Den Strommast find ich hier unter Logistik. Und dann brauche ich natürlich mein Labor. So, das dauert alles ein Weilchen, weil ich momentan ja auch noch überhaupt keine Automatisierung habe, mit der man das anderweitig machen könnte. Ich kann noch keine Fabriken bauen. So, dann nehme ich mir hier meine Pumpe. Das Ganze werde ich natürlich später noch umsetzen. Aber ich hätte das Ganze jetzt ganz erstmal am Anfang relativ nah zusammen.
damit ich nicht so weit laufen muss immer. So, also hier kommt meine Pumpe hin. So, die Pumpe produziert jetzt Wasser und das Wasser kommt hier raus, wenn ich hier Rohre anschließe. Die Pumpe braucht erstmal noch nichts, die läuft ohne, dass man da irgendwie Strom anschließen müsste oder ähnliches. Das Wasser, was hier rauskommt, muss ich erhitzen. Dafür nehme ich mir einen Boiler. Und der Boiler braucht tatsächlich Kohle, um zu funktionieren. So, und wenn das Wasser hier aus dem Boiler erhitzt rauskommt, dann muss das Wasser in die Dampfmaschine geleitet werden. So glaube ich. Genau. Und die Dampfmaschine macht dann aus dem erhitzten Wasser oder aus dem Dampf, macht die Dampfmaschine Strom. Und hier blinkt momentan dieser Stecker, das heißt, die Dampfmaschine ist momentan an kein Stromnetz angeschlossen. Ich tue hier schon mal ein bisschen Kohle in den Boiler rein. Der Boiler hat jetzt einmal kurz, war der an, aber das Schöne an diesen ganzen Geschichten ist hier und unter anderem auch an dem Boiler und an der Dampfmaschine, solange der Strom nicht verbraucht wird, werden auch keine Ressourcen verschwendet. Also der Boiler läuft nicht die ganze Zeit durch, sondern der Boiler läuft nur dann, wenn auch tatsächlich der Strom gebraucht wird, den die angeschlossene Dampfmaschine liefert. An die Dampfmaschine muss ich jetzt einen kleinen Strommast dranbauen, damit die Dampfmaschine an ein Stromnetz angeschlossen ist. Und an den Strommast, der hat hier so einen Einzugsbereich, kann man hier ganz gut sehen. Dieser Einzugsbereich gibt mir an, welche Maschinen hier in dem Einzugsbereich des Strommastes sind. Und die sind dann entsprechend auch ans Netz angeschlossen. So, jetzt sehe ich gerade, doch, der müsste eigentlich angeschlossen sein hier, der Boiler. Und in denselben Einzugsbereich desselben Strommastes baue ich erstmal ein Labor. Und jetzt ist das Labor hier an die Dampfmaschine angeschlossen. Das heißt, die Dampfmaschine produziert jetzt Strom hier für das Labor. Das Labor hat momentan aber noch keinen Auftrag, deswegen verbraucht das Labor auch keinen Strom und deswegen bleibt der Boiler aus. Also, wie gesagt, sehr, sehr praktisch. So, und jetzt kann ich auf T drücken und kann mir den Tech Tree anzeigen lassen. Hier auf der linken Seite sieht man Sachen, die ich erforschen kann. Und auf der rechten Seite sieht man für das jeweils ausgewählte Item, wenn ich das hier auf der linken Seite anklicke, sieht man einmal, wie teuer ist das Ganze zu erforschen. Dann sieht man, was bekomme ich da raus. Das ist das hier unten unter Effekte. Und dann sieht man, welche weiteren Technologien werden dadurch freigeschaltet. Und wenn ich auf diese weiteren Technologien klicke, dann sehe ich hier auch, welche Technologien schalten diese Technologien dann jeweils frei. Alle Technologien, die ich erforschen kann, bis auf die mehrstufigen Upgrades, sind hier auf der linken Seite schon sichtbar. Das heißt also, ihr müsst euch nicht hier durch diesen Baum durchklicken, sondern ihr könnt, wenn ihr wisst, was ihr haben wollt, auch hier draufklicken. Und jetzt gibt es hier mehrere Sachen, die grün sind. Die grünen Sachen, oder die ja, was ist denn das so, olivgrün eigentlich? Hier oben, die kann ich erforschen. Die roten Sachen, da fehlen mir momentan noch die Voraussetzungen, sodass ich die noch nicht erforschen kann. Und wenn ich Sachen erforscht habe, dann erscheinen die hier ganz unten auf der Liste in so einem dunkleren Grün hinterlegt. Und ich würde ganz gerne, bevor ich mir überlege, was ich als nächstes erforsche, würde ich mir gerne mal überlegen, wie sieht denn momentan eigentlich meine Verschmutzungssituation aus? Und, die ist sogar schon relativ weit fortgeschritten hier in diese Richtung, aber hier ist zum Glück noch ein bisschen Wald dazwischen. Also, ich glaube, ich kann es mir momentan noch leisten, erstmal ein bisschen weiter zu automatisieren, bevor ich Geschütztürme erforsche. Das heißt also, ich drücke nochmal auf T. Jetzt sehe ich also, ich kann Automatisierung erforschen. Damit kann ich dann Fabriken bauen. Und diese Fabriken erlauben es mir, Sachen automatisiert herzustellen, die ich bisher hier in dem E-Menü hier auf der rechten Seite hergestellt habe. Was ich noch bauen erforschen kann, ist Logistik 1. Logistik 1 erlaubt es mir, etwas andere Förderbänder zu bauen. Und schnellere Greifer, was genau das ist, da kommen wir später noch zu. Ich könnte Optik bauen, das erlaubt es mir in der ersten Ausbaustufe erstmal einfach nur Lampen zu bauen, aber später wird es dann sehr interessant, bei den Lasertürmen zum Beispiel. Ich könnte Türme erforschen. Türme sind erstmal Brot und Butter der Basis, zumindest bald, wenn ich die Hippies erstmal angepisst habe. Ich kann Mauern erforschen, Landfills, Stahl, Toolbelt und ich muss gerade mal gucken, was brauche ich denn für eine Fabrik überhaupt an Ressourcen. Kein Stahl, das heißt Stahl muss ich noch nicht erforschen.
Und ich würde sagen, ich erforsche erstmal Automatisierung, damit ich hier Fabriken bauen kann. Sehr, sehr praktisch. Und danach Logistik. Und ich kann hier sehen, welche Ressourcen brauche ich dazu. Das ist erstmal die Zeit. Die Zeit ist erstmal wenig ausschlaggebend, aber hier sieht man, ich brauche 10 rote Science oder 10 rote Forschung, um Automatisierung zu erforschen. Und ich brauche 20 rote Forschung, um Logistik zu erforschen. Momentan kann ich die rote Forschung noch nicht automatisiert herstellen, denn dafür brauche ich ja erstmal Automatisierung. Aber ich kann den Auftrag schon mal vergeben und ihr seht hier, ist eigentlich ein grüner Balken. Der grüne Balken bleibt aber momentan komplett leer, denn ich habe überhaupt keine rote Forschung, die verwendet werden könnte, um die Technologie jetzt zu erforschen. Sieht man auch daran, dass hier der Generator ausbleibt, der Boiler ausbleibt. Mein Laboratorium verbraucht im Moment keinen Strom, weil es nicht die Ressourcen hat, die es braucht, um zu forschen. Sieht aber, es hat tatsächlich einen Auftrag inzwischen. So, und die rote Forschung, die würde ich mir jetzt ganz gerne selber herstellen in der Tasche. Findet man hier unter den Zwischenprodukten. Ihr seht hier, ich kann mir momentan 9 davon bauen. 9 sind mir, ups, nee, Moment, das ist das falsche. 9 sind mir noch lange nicht genug. Ich hätte ganz gerne insgesamt 30, denn ich will die Logistik. Ich will Automatisierung erforschen, ich will Logistik erforschen, da bin ich bei 30. Ich will eigentlich auch noch Türme erforschen, da bin ich insgesamt bei 40. Und was fehlt mir hier? Hier fehlt mir Kupfer, aber ich habe glücklicherweise Kupfer eine ganze Menge auf Vorrat produziert. Momentan 78 Kupferplatten. Und damit sollte ich jetzt eine ganze Menge rote Forschung bauen können. Insgesamt 87, alles klar. Ich gucke nochmal, wie viel ich eigentlich brauche. 10, 30... 40. So, wie kann ich das Ganze jetzt etwas schneller machen? Ich will ja nicht 40 Mal hier draufklicken. Die gleichen Regeln oder ähnliche Regeln gelten auch wie für das Verschieben von Items. Ich kann entweder Shift halten und dann hier einen Linksklick drauf machen. Dann werde ich 87, also die volle Anzahl, die ich bauen kann, an Science Packs in Auftrag geben. Und die werden dann alle hintereinander gebaut. Das ist mir aber ein bisschen zu viel eigentlich. Ich kann Shift und Rechtsklick drauf machen, glaube ich, und kann die Hälfte des Stacks bauen, das heißt ein bisschen über 40. Und das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Wenn ich Shift nicht halte und dann Rechtsklick drauf mache, dann kann ich 5 auf einmal in Auftrag geben. Aber ich hätte ganz gerne... Oh ne, Hälfte der Stacks geht gar nicht. Naja, ist auch egal. Also 8-mal draufklicken mit rechter Maustaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann baue ich insgesamt mir 40 von den roten Packs. Das dauert jetzt natürlich sein Weilchen. Ist aber nicht so schlimm. So, und ich hole mir hier gleich nochmal meine Eisenplatten raus, bevor hier die Produktion überläuft. Hole mir aus meiner Kohlemine gleich auch noch direkt meine Kohle raus. Und ihr seht also diese, die Packs, die brauchen schon eine ganze Zeit, um die zu bauen, und das ist natürlich sehr, sehr unpraktisch eigentlich. Und deswegen wird die rote Forschung auch das erste sein, was wir gleich automatisieren, um das zu bauen. Und dafür brauchen wir aber natürlich auch die entsprechende Automatisierung. So, inzwischen ist tatsächlich hier mein Kupfer ausgefallen, weil es keinen Sprit mehr hat. Und auch das ist was ich sicherlich eher schneller als langsamer automatisieren sollte. Diese ganze Spritverteilung hier, die ist natürlich mega nervig, wenn man die ganze Zeit manuell machen muss. Aber momentan sind alle meine Produktionsslots belegt. Das heißt also, ich kann momentan die Sachen dazu nicht bauen, die ich dafür eigentlich brauche, um das zu automatisieren. Ich könnte natürlich hier auch meine Produktion abbrechen, indem ich hier Rechtsklick auf die entsprechenden Sachen in meiner Produktionswarteschleife mache. So, und ich sehe gerade, ich habe inzwischen 17 rote Forschung schon. Ich warte mal, bis das auf 20 ist. Und dann tue ich direkt die ersten 20 Forschung hier schon mal in das Labor rein. So, 20 Forschung rein. Und jetzt geht tatsächlich auch der Boiler an. Und verbraucht auch langsam seine Kohle. Und jetzt ist vor allen Dingen das Labor an, was man hier daran sieht, dass hier schön viele Funken durch die Gegend fliegen. Und das Labor erforscht jetzt für mich Automatisierung. Und hier sieht man tatsächlich den Balken langsam hochgehen. Sehr, sehr schön.
So, und ich würde sagen, also das reicht erstmal für diese Folge. Die absoluten Grundlagen von der Stromproduktion habe ich an dieser Stelle schon mal vorgestellt. Und wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge wieder, wenn es dann um Automatisierung geht. Bis dann!